Hallo alle zusammen, vielen Dank, dass ihr zum Talk Best Practices for Freelance Web Designers gekommen seid. Ein bisschen über mich, ich bin aus Madrid, Spanien. Ich bin IT- und Telco-Ingenieur und ich habe mehr als 8 Jahre als Freelancer und habe auch eine eigene Mikroagentur, so zuerst ich alleine und dann noch mit einem Team-Mitarbeitern. Und zurzeit bin ich tätig bei Libop Website Plattform. Ich bin auch der Vater von 2 wunderschönen Töchtern. Und so kommen wir zum Best Practices. Was sind Best Practices? Auf Deutsch, ich glaube, das wird so bewährte Praktiken gesagt. Oder nehmen wir mal als Empfehlungen. Das sind alle Empfehlungen aus meinem Gesichtspunkt. Das ist keine feste Regel, sondern das sind meine eigenen Erfahrungen. Eine Sache über die Sprache, wenn ihr etwas nicht gut versteht oder so, einfach sagen. Best Practices. Was sind Best Practices und wofür, warum brauchen wir sowas? Zuerst ein kleines Überblick, von was ich sprechen will. Das wäre zuerst ein bisschen was wofür, dann die Grundsätze, die Grundgedanken, die wir haben müssen. Dann, wie genau werden wir das zu unserer heutigen tauglichen Arbeit, unserer alltäglichen Arbeit. Und dann möchte ich gerne ein bisschen mit euch über Werkzeuge diskutieren. Viele von hier sind Freelance Web Designers? Ja, okay. So, dann haben wir ein bisschen Thema zur Diskussion, was eure Erfahrungen sind. So, zurück zum Wofür. Warum brauchen wir Best Practices? Eigentlich, wir haben einen Traumjob. So, es ist ein total wunderbarer Job. Es sieht cool aus. Wir sind selbstständig. Wir arbeiten von zu Hause. Das macht Spaß und sieht cool aus. Ja, warum brauchen wir überhaupt irgendwelche Best Practices? Das ist eine tolle Arbeit so in sich. Wenn wir das ein bisschen genauer angucken, sagen, ja, es ist ganz einfach, typisches Projekt. Wir sprechen mit dem Kunde, wir machen die Vorbereitungen und die Anforderungen, dann machen wir einen Entwurf, ein erstes Angebot. Der Kunde akzeptiert sofort, hat alles bereit und dann können wir. Was ist passiert? Machen wir ein bisschen Webentwicklung, die Demo-Version und der Kunde findet alles wunderbar und dann machen wir die Projektfertigung und Veröffentlichung und dann. Es ist alles super glücklich, zahl sofort und prima, Party. Ist es nicht so? Ja. Nee? Oh, die Bilder kommen nicht im Schirm. Das ist schade. Dann wird die Präsentation nicht gut aussehen. Ist es nicht so dann? Ich mache trotzdem weiter. Es gibt ganz viele Bilder da, aber da ich nicht mit meinem Rechner machen könnte, hier war es ein Bild. Das müsst ihr dann euch vorstellen. Nehmen wir dann ein realistisches Projekt, da kann ich die ganze Stufe nicht zeigen, aber normalerweise in ein realistischeres Projekt ist es nicht so einfach. Wir machen auch die Vorbereitungen, Anforderungen mit dem Kunde, Entwurf und Angebot, aber dann, der Kunde reagiert nicht sofort. So, wir müssen zunächst eine Woche, ein paar Wochen später, sagt er, ja, dann kannst du ein bisschen, wir haben das uns angeguckt, dann können wir das und das ändern. Dann machen wir die Änderungen, dann wieder nochmal warten ein paar Wochen, bis der Kunde sagt, okay, jetzt ist alles okay, jetzt können wir weitermachen. Und dann, wenn du anfangen willst, du hast keine Texte, du hast keine Bilder, dann kannst du einfach nicht weiter. Okay, dann musst du wieder dem Kunde sagen, okay, bitte die Bilder, die Texte, ach ja, stimmt, das schickt der Kunde, endlich mal kannst du anfangen zu arbeiten. Und was machen wir dann? Wir können nicht eine Woche lang warten, wir fangen ein neues Projekt an. Das ist schade, weil hier war so ein Gantt-Chart, da kann man beides gleichzeitig sehen, aber da müsst ihr es ein bisschen forschen. So, wir fangen ein neues Projekt an, während wir warten, dass der andere Kunde uns die Materialien gibt und die Antworten gibt und so. So haben wir 2 Projekte gleichzeitig. Und wir machen so weiter und so fort, so weiter und so fort. Und ja, würde man sehen, dass einen Moment, wir müssen 2 Sachen auf einmal machen. Aber das ist auch nicht so, weil wenn wir den ersten Entwurf machen, dann haben wir eine Unterbrechung.
Und dann ruft uns ein Kunde und sagt, hallo, ich habe ein neues Handy. Weißt du, kennst du mein E-Mail-Passwort immer noch? Wie soll ich das konfigurieren? Und dann musst du den Kunde suchen. Wie macht man das? Wie war sein Passwort nochmal? Und weiter. Dann kommt eine zweite Unterbrechung. Es ist echt schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Da zum Beispiel Joomla-Update, eine Sicherheitslücke bei PHP, sofort alles lassen, Webseiten updaten und dann musst du aufhören, was du machst und das darum dich kümmern. Dann kommt so weiter und so fort, mehrere Unterbrechungen und am Ende wollen wir einfach, dass wir in Ruhe arbeiten können. Das ist echt schade, das mit den Bildern. Keep calm. Ich kann euch die Bilder zeigen, ich kenne die auswendig. Keep calm and carry on. So kann man schwer arbeiten mit so vielen Unterbrechungen und es ist sehr schwer, was Sinnvolles zu machen. Ich mache Folgendes. Ich mache zumindest mein Laptop hier, sodass ihr die Bilder seht, das wird ein bisschen begleiten. Sonst wird der Vortrag fast nicht verstanden. Was? Ja, ich glaube, es liegt an den URLs von Images. Das hatte ich nur in meinem Rechner probiert. So, ich weiß nicht, warum einige schon und dann aufgehört hat. Okay. Okay. Super. Ich weiß nicht, warum. Was das zu tun hat. Okay. Dann sind wir bei Keep Calm und Carry On. Jetzt sind die Villa wieder da. Oh. Okay, machen wir weiter. Keep Calm und Carry On. Eigentlich, was ist ein Freelance-Webdesigner? Ein One-Man-Band. Und in meinem Gesichtspunkt es ist nicht, dass er viele Instrumente spielen muss, sondern die Art des Freelance-Webdesigners mit so vielen Unterbrechungen, so vielen Projekten gleichzeitig, wir sind Kontextwechselmeister. Das heißt, wir müssen die Experte sein, in Kontext zu wechseln. Das ist mein wichtiger Punkt hier. Warum? Weil wir verschiedene Berufe haben. Wir müssen Verkäufer sein, wir müssen den Leute als den Kunden suchen, wir müssen Buchhalter sein, wir müssen Designer, Entwickler, wir müssen verschiedene Projekte, wir müssen verschiedene Aufgaben. Und man spricht ständig über Multitasking und gleichzeitig mehrere Projekte und das, aber Rechner können Multitasking, aber die Menschen nicht. Und das sage ich nicht, sondern das wird auch von jemand anders studiert. Wenn wir die ganze Zeit verfügbar für ein einziges Projekt haben, dann alles perfekt. Wir können die ganze Zeit darum nutzen. Aber wenn wir zwei Projekte haben, ein großer Teil der Zeit wird nur um das Kontextwechseln verloren. Und je mehr Projekte wir gleichzeitig machen, ja, das könnt ihr sehen. So, was sind die Gefahren von Kontextwechseln? Zunächst mal Zeitverlust. Dann, man ist unproduktiv. Man braucht ganz viel Zeit, um wieder an das Projekt zu kommen. Dann, man kann sein, dass wir arbeiten an etwas und Telefon klingelt und dann müssen wir einem Kunde sofort mit etwas helfen. Dann verlieren wir den Faden. Wir wissen nicht mehr, wo wir das gelassen haben, wie wir weitermachen können. So, am Ende sind wir mehr gestresst. So, jetzt will ich einen kleinen Halt machen und sagen, dass mein Gesichtspunkt, Unterbrechungen sind die größte Killer der Produktivität. Und damit müssen wir leben. Wir können nicht in einer Insel isoliert und in einem Zimmer. Wir müssen unseren Kunden Support geben. Und wir müssen uns vorbereiten. Und wie machen wir das? So, da ist, wo Best Practices zur Rettung kommen. Was ist die Idee hinter Best Practices? Wir arbeiten in Software, wir machen Webseiten und Software wird normalerweise mit Best Practices entwickeln. Warum können wir diese Best Practices nicht in unser ganzes Unternehmen und unsere ganze Projekte anwenden.
So, was sind die Vorteile von Best Practices anzuwenden? Sparen Zeit, das ist Geld für uns, wir werden professioneller und das bringt uns guter Image vor den Kunden. Wir werden am Ende danach weniger Stress haben und das erleichtert die Wartung von Projekten, wieder von einem Projekt zu einem anderen zu wechseln und auch, dass neue Mitglieder kommen. Das sind alle langfristige Vorteile. Was sind die Nachteile? Ja, am Anfang, wenn wir das noch nicht haben, dann muss man ein bisschen Aufwand rein tun. Und dann, das muss in unsere eigene Routine rein. So, das heißt auch ein bisschen mehr Aufwand pro Projekt. Da müssen wir diszipliniert sein, alles immer diszipliniert machen, methodisch. Und die Sache ist, ja, sie scheinen ja, langweilig zu sein. Es macht viel mehr Spaß, mit einem CSS zu spielen oder eine Animation oder ein Plugin zu entwickeln, als zum Beispiel Dokumentation zu schreiben. Aber das sind nur kurzfristige Nachteile. Im Endeffekt, es lohnt sich. So, was sind die Grundsätze und die Philosophie dahinter, so wie ich das sehe? Wir müssen gut organisiert sein. Das kann man überall benutzen. Konsequent, diszipliniert sein, das ist ja logisch. Ja, don't repeat yourself. Das ist ein Konzept aus Programmierung. Wir versuchen, uns nicht zu wiederholen. Die eine Sache, die wir für einen Kunden gemacht haben, können wir vielleicht einen Teil für einen anderen Kunden benutzen. Aber das kann auch für das ganze Unternehmen benutzt. Automatisieren, ja. Ich bin ein toller Freund von Automatisierung. Aber nur da, wo es Sinn macht. Manchmal ist es nicht wert. Und dann auch, ja, die Werkzeuge, die du benutzt, die sollst du kennenlernen. Alle, ganz gut, damit du produktiver wirst. Alle Werkzeuge, die ihr schon benutzt, ich bin sicher, dass ihr ganz viele Optionen nie daran geguckt habt und ihr wisst nicht, wie euer eigener Workflow verbessern könnt. Am Ende, ganz, ganz viel von diesen Best Practices ist Sachen, Prozesse, alles dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren und dokumentieren. So, das klingt normalerweise langweilig, das ist nicht so spannend, das zu machen. Die Hauptidee mit den Best Practices, die müssen einfach anzuwenden sein. Und dafür helfen auch die richtigen Werkzeuge. Aber es muss so einfach wie möglich. Warum? Weil sonst werden wir es nicht machen. Wir müssen das in unser Alltag immer machen. Sonst hat das keinen Sinn und es wird langweilig. Weil ich kenne niemanden, und da kannst du auch mit Mike sagen, das sagt, okay, Dokumentation, super, ich will Dokumentation machen. Nee, das ist nicht der Fall. Sodass wir müssen es so einfach für uns wie möglich. Weil im Endeffekt, wir sind alle faul für die Sachen, die uns nicht Spaß machen. So, dann diese Grundsätze. Gut organisiert sein. Wie können wir unsere Projekte organisieren. Das heißt, alle Sachen in gleichen Schränke und so weiter und so fort. Und normalerweise, in meiner Erfahrung, Webprojekte, alle haben Teile, die sind fast gleich, immer gleich, haben eine Struktur und dann haben Sachen, die sind total anders. So, wir müssten die Teile, die fast gleich sind, so ähnlich wie möglich zu machen und die Teile, die anders sind, dann so ausführlich zu dokumentieren, dass wenn wir von einem Projekt zum anderen kommen, wir müssen nur einen Punkt suchen. Okay, da ist es anders, da ist es wichtig. So, dann ein anderes Konzept von Programmierung ist Scaffolding. Ich glaube, das deutsche Wort ist Baugerüst oder sowas. Das erstellt eine Struktur. Scaffolding ist, kennt ihr das Wort auf Englisch? Grundgerüst, okay, danke. So, dass wir für jedes Projekt so eine Schablone, eine Vorlage haben, die uns hilft und wir nur anfüllen müssen und dann wird das alles mehr oder weniger schon die Struktur geben. So, das muss jeder für sich selber herausfinden, was an seine Arbeitsweise das anpasst. Die muss umfangreich, aber nicht überzählig, dass es so langweilig ist, die zu benutzen, dass am Ende Endeffekt, du benutzt es nicht, wieder, das muss einfach zu verwenden sein. Wir müssen uns auf die Unterschiede fokussieren. Wieder gleiche Konzepte, die kommen wieder, immer wieder,
was fast gleich, was die Unterschiede, da muss ich gucken. Und es muss ja, wieder einfach zu erstellen und aktualisieren. Und das alles erlaubt uns, vom Projekt einfacher zu wechseln. Das ist Kontextwechsel. Der Kontext ist fast gleich und dann können wir einfacher wechseln. So, Disziplin. Ja, wir sind, wenn wir Freelancers sind, da muss man eine gewisse Disziplin, sonst würde man um 11 Uhr aufwachen und keine Arbeit machen oder Fernsehen gucken. Wir sind schon diszipliniert, das kennt ihr schon. Und wiederum die Projektvorlagen immer methodisch sein und ja, wiederum schnell und einfach. Das ist eigentlich ganz wenig Zeit von unseren Projekten, dass wir den größten Teil des Zeites auf dem Projekt wir, und nicht auf die, wie heißt das, auf die Wartung von Vorlagen oder Dokumentation oder so, was auch immer. So, don't repeat yourself. Versuch alles, was du kannst, wieder zu verwenden. Aber nicht nur vom Code, sondern alles, alles, was du machst. Steuererklärung. Kannst du vielleicht irgendwelche Sachen, Prozesse, die du machst, immer wieder verwenden. So, da hilft eine globale eigene Dokumentation, die schneller ist als Google. So, wenn du irgendwas für einen Kunde oder einen Server oder eine Webseite löst, schreib dir das auf. Weil das ist dein Projekt. Das wird nochmal vorkommen. Und in sechs Monaten, was wirst du machen? Wiederum in Google suchen. Wie war die Lösung? Wenn du eine eigene Wiki hast, eine eigene Dokumentation, du suchst da und das, du findest genau die Lösung, die an dein Projekt angepasst ist. Und das spart viel Zeit. Dann das Gleiche auch für Resources, Sammlungen, Bibliothek, wo kann man Bilder suchen, wo kann man Analysis von Webseiten machen. Das alles gut organisiert, spart Zeit, weil vom Projekt zum Projekt, dann können wir einfach direkt angreifen. Vorlagen, das habe ich schon erwähnt. So, jetzt kommen wir zur Dokumentation. Oh, das ist falsch, CSS, egal. Dokumentation, was meine ich mit Dokumentation? So, nehmen wir ein Beispiel. Wir haben diese wunderschöne Funktion, die super klar ist, ja, meine selbst kommentierte Code. Ich habe 3 Stunden an der Funktion gearbeitet und dann will ich weiter. Was passiert mit dieser Funktion in 6 Monaten? Und sagen wir in einer Woche, wenn du irgendwas korrigieren musst. Wer weiß, wie das geht. Und in 6 Monaten schlimmer. So, im Moment, dass du die Funktion machst, ist es eigentlich ganz einfach, ein paar Zeilen schreiben. Okay, das macht das andere, das hier und hier. Und das ist eigentlich eine Sache in der Basis. Das ist die Übersetzung von einem berühmten Satz, das im Internet schon seit Jahren geht. Das ist die Übersetzung ins Deutschen. So, man muss kodieren, so als jemand würde dich verfolgen. Ja, das ist ein anderer, das kommt auch einfacher, macht deinen Code lesbar. Meine eigene Version des Satzes wäre einfach, dokumentiere alles so, dass jemand, der nichts über dein Projekt weiß, es versteht. Warum? Weil du selber in einigen Monaten wirst dieser Person sein. Wenn du von vielen Projekten, ja, denkt immer an Kontextwechseln. Ich bin ein neues Projekt und dann ruft ein Kunde, ich habe ein Problem mit meiner Webseite, die du zwei Monate her gemacht hast. Ja? So, wann muss man dokumentieren? Sofort. So früh wie möglich, weil jetzt diese Funktion, die wir gesehen haben, du hast es in den Finger. Du weißt ganz genau, diese Variable macht das. Und es ist ganz einfach. Eine Woche später, das bringt Trägheit, ich will das nicht mehr machen, wie war das nochmal? Und einen Monat später hat keinen Sinn, du kannst das nicht mehr. So, Automatisierung. Wunderbar, alles läuft automatisch. So, die Idee dahinter ist, ich verbrauche viel Zeit mit der Aufgabe, ich sollte ein Programm schreiben, um sie zu automatisieren. Und dass die Gefahr ist, wir sind mehr oder weniger Entwickler, programmieren, wir können das machen. So, da die Temptation ist groß, das zu machen. Und die Theorie sagt das, okay, das ist mein originaler Aufwand, wenn ich ein bisschen mehr hinfüge, dann die Automatisierung wird sich um alles kümmern und ich kann einfach Fernsehen gucken. Was ist das Risiko, dass das nicht so einfach ist und dass
in sowas sich verwandelt. So, wann kann man automatisieren? Das hängt immer von der Aufgabe. Ist es in Wirklichkeit immer gleich oder ist es nur fast gleich? Und können wir dieses fast gleich machen, dass es parametrisierbar ist oder dass wir es nicht in das Problem kommen? So, dann hängt auch selbstverständlich, ob wir schon gut sind oder wir wollen was daraus lernen oder was wird die zukünftige Erwartung von das System. Ich hatte einen Fall, wo wir machten diese Google Analytics Reports für einen Kunde. Er wollte monatlich seine Reports machen und das war ganz am Anfang von den Google APIs Systeme. So, wir haben uns zur API verbunden, uns schön gemacht, ein Dokument, das kommt da, damit das alles automatisierbar ist. Und die Google API hat 4x in 2 Jahren sich total verändert. Wir müssten das 4x wiederum schreiben. So, das muss man auch denken. Manchmal ist es vorsehbar, manchmal ist es nicht. Aber das muss man auch denken. Wenn eine Aufgabe immer gleich sein wird oder wir denken, es wird immer gleich, dann das muss man auch noch. Und selbstverständlich, da, ob man einfach Spaß haben will. Okay, ich will diese Technologie lernen und damit lernen. So, der Grundgedanke ist, die sollen alles bringen. Und alles meine ich Business Management, so Rechnungen, Steuern, Kundenbetreuung und Beziehungen. Und da würde ich später einen Schwerpunkt machen. Und dann selbstverständlich Webseitenentwicklung und Wartung. Da ist es mehr oder weniger logisch, was wir machen können, aber naja. So, die grobe Idee ist, dass wenn wir das 100% der Zeit haben, so wenig wie möglich an Business Management spenden müssen. Kundenbetreuung, das ist auch Kundensuchen und alles. Aber dass wir den größten Teil unserer Zeit an unsere Arbeit binden können. Das sind keine groben Figuren, einfach nur daran denken, dass wenn wir zu viel Zeit mit den Rechnungen verbringen, das ist überhaupt nicht, es lohnt sich nicht. So, habt ihr genug von Grundgedanken? So far so good? Ja. So, wie können wir dann genau diese Best Practices anwenden? So, im Business Management, ja, das alles, was Buchhaltung, Steuern, ich weiß nicht, ob ihr selber eure Steuererklärung macht oder einen Buchhalter habt, das hängt jeder vom Fall. Aber zum Beispiel Angeboten, Rechnungen, das alles, es gibt tausende Software, die uns unser Leben so erleichtern. Und zum Beispiel auch Service renovieren. Manchmal, du hast so Quotes, so monatliche Rechnungen für Kunden, die ja zum Beispiel Wartung zahlen oder solche Sachen. Das kann alles automatisiert werden. Und dann die Vorgänge dokumentieren. Wenn Steuererklärung am Anfang meines Unternehmens, ich machte alles selber und jede 3 Monate, da ich die Steuererklärung machen musste, das war so eine Wiki-Page mit Stufen, mit Schritten, die ich machen musste. Und das sparte viel Zeit. Danach, jede 3 Monate, weil ich konnte nicht vom Kontext wechseln. Ich war Webentwickler, dann kam ich zur Steuererklärung. So, das war total chaotisch. So, das alles. Eigentlich, dass sie so wenig Zeit wie möglich kosten müssen. So, ein kleiner Exkurs in meiner Erfahrung ist, Time-Tracking immer benutzen. Nicht nur, wenn wir fest oder pro Stunde zahlen, weil sonst können wir kein echtes Bild von der Rentabilität des Projekts messen. Das ist mein Personal-Gesichtspunkt. Und so, Kundenbetreuung und Beziehungen. Naja, für normalerweise ein kleiner Kunde, das sagen wir ein Shop, ein Schuhladen oder eine Zahnarztpraxis oder nicht ein Konzern. Normalerweise der Freelance-Webdesigner ist der Internetmann. So ist die totale Gesicht für Internet. So, worüber denkt der Kunde? So, an die Webseite selbstverständlich, vielleicht die Domain, vielleicht die E-Mail-Kontos, Newsletters,
Vielleicht denkt er an SEO, SEM, vielleicht denkt er nur, ich muss erster in Google sein oder was auch immer. Woran müssen wir alle denken? Für jedes Projekt, so Projektanalyse, Angebot und Rechnungen, das ganze legale Kram, Kommunikation mit den Kunden, wie organisieren wir die Kommunikation? Hosting Management, die Webseite in sich, dann wir müssen den Kunden bilden und ihm vielleicht Dokumentation geben, wie er seine Webseite verwalten muss. Und dann kommen auch Passwortmanagement, so Projekte und so weiter und so fort und auch noch andere Services, so das geht unendlich viel. Aber das auch zusätzlich zu all unseren Projekten, die wir haben. So, kleiner Stopp für legaler Kram. Ist selbstverständlich Arbeitsvertrag mit dem Kunden. Macht ihr alle Arbeitsverträge mit dem Kunden? Ich empfehle das. Ihr könnt ein Video von Mike Montero sehen. Es heißt Fuck You, Pay Me. Und das geht alles über Arbeitsverträge. Es ist besser, das zu haben und nie zu brauchen, als das Gegenteil. Und das passiert manchmal. Man muss sich auf den Arbeitsvertrag halten. So, dann auch noch, wir müssen der Internetrecht-Expert, wir müssen Cookie-Texte, Impressum, den Kunden können wir nicht sagen, okay, gib mir einen Text für Cookies. Nein, das müssen wir gut organisiert haben, in einem Platz, dass wir Copy and Paste und ersetzbar und so weiter und so fort. Lizenzen, so Bilder, Software, Templates, Extensions und so weiter und so fort. So, da helfen uns ganz viele Werkzeuge. Und ja, kommt ja die interessante, so Fragebogen für den Kunden, Vorlagen, Checklisten, Ticketsysteme, Wiki-Systeme, auch mal Benutzeranleitungen, die wir für den Kunden machen und so weiter und so fort. So, Website-Entwicklung und Wartung. Und da rede ich ganz wenig über die Werkzeuge und dann will ich die Diskussion so ein bisschen anfangen. Da kann man ja Vorlagen, Scaffolding, da sage ich zum Beispiel Akiva, kann man machen, man kann ein Musterprojekt haben und dann wiederverwenden. Dann kann man auch, wenn man sich gut mit dem Kotlin ist, ein Script benutzen oder diese Quick Launchers von einigen Template Providers. Das ist eine gute Sache, um so ein guter, so zum Beispiel wir für jedes Projekt benutzen wir Cookie Text, Cookie Banner, was auch immer, diese Plugins, Admin Tools, sodass wir nicht jedes Mal 2 Klicks, 3 Klicks, 5 Minuten, das alles Sparzeit und es ist auch langweilig, das alles zu machen. So, Checklisten. Da haben wir ein wunderbares Komponent von Peter Martin, um Checklisten zu erstellen und direkt im Joomla, dass wir alles sehen können, was wir da machen können. So, eure Werkzeuge, das ist das Wichtigste. Joomla muss man kennen. Und wenn du ein Taming Framework benutzt, dann musst du es kennen. Dann musst du Zeit mit deinen Werkzeugen spendieren. Und meiner Meinung nach so wenig Erweiterungen wie möglich. Und wenn, dann die besten. Da gab es dieser Talk von Victor und Ufuk über, wie kann man gute Erweiterungen suchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dein Code-Editor. Ja, du musst deinen Code-Editor beherrschen. Version Control. Ich weiß es nicht, wie das man auf Englisch sagt. Benutzt ihr alle hier Version Control? Git? Alle? Gut. So, dann Dokumentation. Wie gesagt, für uns und für den Kunden beides. Und Testing. Heutzutage kann man Webseiten live testen, so wie mit Werkzeugen wie Selenium. Das ist ganz einfach. Das ist ein Firefox-Plugin. Und da können wir wissen, dass bestimmte Vorgänge erfüllt werden. Und wenn ihr gut mit dem Coding und so weiter und so fort, dann könnt ihr Codeception zum Beispiel benutzen. Das geht alles, man braucht ein bisschen Aufwand, das alles zu haben, aber dann, man ist sicher, dass das Produkt ganz, ganz viel besser ist. Hosting Management, so, und damit bin ich fast fertig. Mein Gesichtspunkt ist, ein neuer Hoster ist ein neuer Kontext. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig funktioniert wird, was für eine PHP-Version hat, wo man diese Sachen ändern kann. Und meine Empfehlung ist, die Möglichkeiten einschränken. Okay, du hast 2, 3 Hoster, die du gut kennst, die cPanel oder Plesk benutzen, dass du ganz gut weißt, wo alles ist.
Aber nicht, meine Empfehlung ist nicht einfach so irgendwelche 2 Euro im Monat Hoster den Kunden zahlen lassen, weil am Ende das kostet dir Zeit. Wenn du pro Stunde arbeitest und diese Zeit auch mitverrechnest, dann super. Aber wenn nicht, du hast einfach Zeit verloren. Ja, wer besitzt das Hosting, der Kunde oder wir? Und dann, wenn wir das besitzen, dann entscheiden wir und das ist immer gleich, dann gehen wir viel, viel schneller. Dann lasst über das Deployment-Prozess 3-Phasen-Workflow. Arbeitet ihr alle mit 3 Phasen? Weißt ihr, was das ist? Nee. Oder lokal und dann live. Ja, und keine Demo-Version zum Progress, Fortschritt zum Kunde zu sagen? Nee. Nee. Dann, ja, der Deployment-Prozess muss schnell und sicher, besser zum Beispiel Async, SSH, ist effizienter und schneller. Und das soll super schnell zurückrollbar sein, dass wir so schneller machen. So, und jetzt möchte ich schnell über die Werkzeuge sprechen. So, welche Werkzeuge benutzt ihr im Alltag, dass euer Arbeit als Webentwickler benutzt ihr zum Beispiel Projektmanager oder Ticketsysteme? Alle? Mit den Kunden? Nur im Team. Nur im Team, aber nicht mit den Kunden? Warum nicht? Ja, gibt es die Notwendigkeit nicht bei mir? Ja. Ich weiß nicht, für was. Meine Erfahrung mit den Ticketsystemen ist, dass die E-Mails gehen immer ständig verloren. Und wenn du ein Ticketsystem oder ein Projektmanager, das ist ein Ticketsystem, so wie zum Beispiel Redmine, benutzt, dann hast du immer alles gut, schön, ordentlich. Und wenn du 2 Monate später etwas gucken willst, da hast du das ganze Gespräch sozusagen. Und wenn ein neues Mitglied kommt oder da kann einfach sich den Thread lesen, es lohnt sich. Meine Erfahrung. Das ist aber auch so, dass die Kunden dann auch mit dem Tool natürlich interagieren müssen. Ne? Ja, oder du kannst auch einfach mit einigen Kunden kannst du einfach sagen, einfach diese E-Mail reply. Dass sie einfach nur eine ganz normale E-Mail schreiben und ja. Das. Und das geht automatisch da? Weil manche wollen sich nicht irgendwo genau. Anmelden und in der Oberfläche einarbeiten und diese und jenes. Genau, da einfach, die gute Sache beim meisten Ticketsystem ist ja einfach für Replies funktionieren. Okay. Und dann, der Kunde kann es einfach im E-Mail-Thread haben, ja. Aber du hast es alles auf einen, ja. Auf einen einzigen Ort. Wie ist das Tool, was du eben gesagt hast, Red? Redmine, das ist ein Beispiel von Werkzeugen. Was für Ticket... Redmine. Redmine.org. Ja, es ist... Open Source, ja. Aber es gibt ganz viele. Hm. Welche Projektmanagers benutzt ihr zum Beispiel? Je nach Kunde verschiedene Asana zum Beispiel. Okay. Spreadsheet, den du Entweder einen Projekt Pivotal Tracker. Okay. Mhm. Trigo ist auch. Ja. Andere auch Jira ist auch ganz berühmt und Open Source gibt es auch ganz viele. So, Wikis. Wer benutzt hier Wikis? Und welche Software für die Wikis? Wikimedia. Wikimedia? It's only for my own documentation. I don't do it with customers. Okay. And du hast auch, you have also a Project Manager. You also use Project Manager, you don't? I use Google Spreadsheet. Okay. Shared with my customer. Okay. Okay. I can add new stuff. And when things are finished, I will mark it finished with a color and the date when it's finished. Mm. So it's not really like that. It's low tech. Okay. Normalerweise im Projektmanager hat man auch eine Wiki. Und es ist ganz einfach, alles Projekt wechseln. Da hast du die Wiki, die Tickets, die zum Beispiel Repository. Da ist alles zentralisiert. Das ist eigentlich der Grund, dass solche Werkzeuge existieren. Time Tracking. Wer benutzt Time Tracking hier? Gut, was für Werkzeuge? Okay. Für Time Tracking alleine, Open Source. Ich habe lange KeyMai benutzt. Das ist super gut. Das kann ich auch empfehlen. Und da gibt es tausende kollaborative Werkzeuge. Sagen wir mal Dropbox oder was auch immer. Und dann. Ja, Analysis-Werkzeuge, zum Beispiel PageSpeed,
benutze ja PageSpeed, um die Webseiten zu testen. Alle? Yellow Labs. Yellow Labs, okay. Ist interessant. Ja, ja. Auch zum Beispiel, um die Responsiveness zu testen, benutze ich ja was. Zum Beispiel Responsionator. Sehr gut. Ja, aber das kannst du dem Kunde schicken. Dann kannst du die URL. Es gibt einen neuen Browser, der heißt Blix. Ja. Der basiert auf Chrome. Mhm. Aber ein paar Sachen sind nicht richtig, also nicht entsprechend nicht der Wirklichkeit. Ja, das ist immer mit dem Emulatoren. Aber die gute Sache zum Beispiel von Responsionator ist, man kann das, die URL den Kunde schicken. So kann er ja direkt sehen, okay, das wird sich so in ein iPad sehen und ein iPhone und das ist auch praktisch. So, dann Resources, Libraries, zum Beispiel Bilder. Wer benutzt Unsplash? Alle kennt ihr alle Unsplash? Oh, dann müsst ihr Unsplash kennenlernen. Das sind die besten Bilder der Welt mit so einer License, do whatever you like. Bilder, ja, das sind super toll. Endlich die Bilder von dieser Präsentation sind alle. Pixabay. Okay. Und dann andere Sachen. Was? Die andere Seite nochmal? Unsplash. Ja, sie sind auch als Anhang von der Präsentation. Ich werde sie live stellen, dann könnt ihr ein paar Links gucken. So, was für andere Werkzeuge benutzt ihr normalerweise? Airbag. Ja. Sublime. Aber die euer Workflow so vereinfachen. So mit dem Kunde und das euer ganzes Dash. Wie bitte? Dash. Dash. Okay, was macht das? Das ist ein Katalog. Man kann sich verschiedene Libraries runterladen. Okay. Auf Joomla. Mhm. Und kann auch seine eigenen Notizen dort hinterlegen, wenn man Funktionen sich speichern möchte. Okay. So, das Zusammenfassung. Best Practices geht es eigentlich um Kontextwechseln. Das waren die Grundsätze. Und ja, was so dann? Vielen Dank. Ich werde alle so einen Kontextwechsel meistern.